Du bist nur Scheiße, Scheiße, Kacke, Mist. Nur Scheiße. Du bist leise. Ich hoffe nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Channel. Heute eine Spontanaktion und zwar habe ich den lieben Herrn Hausmann mit an Bord. Moin, moin. Wir wollen mal den Lisfjord, den ich letztes Mal angetestet habe, wollte er mir mal zeigen, was da so abgeht. Ich weiß gar nicht, ob er da selber Erfahrung hat. Ob so, jetzt kommt schon der erste Fisch. Ist ein Dorsch, merkt man sofort. Auch nichts besonders Großes. Aber beim Jiggen, ich bin nämlich am Jiggen und Sascha ist am Faulenzen. Und ja, Sascha fährt mit einem schwarzen Köder durchs Wasser und ich mit einem bunten. Und erster Wurf, erster Fisch. Naja, er muss noch wachsen. Er muss noch wachsen. Sagt er auch. Oh, ja, ab, zurück mit ihm. Der war richtig reich. Das war ein geiler Biss. Ein bisschen besser, der Kollege. Kommt da schon hoch. Dein doch auch. Macht der Maul schön auf, Kollege. Naja. Schön. So, zweiter Fisch. Kann sich sehen lassen. Und auch wieder auf dem bunten Köder. Sascha hat auch Bisse, aber anscheinend beißen sie nicht so aggressiv da drauf. Und hier auf den Köder, da hat es richtig drauf geknallt gerade. Richtig geil. Fisch hat trotzdem noch Parasiten. Überall. Das heißt für mich immer noch die Theorie, dass die Kollegen auf dem Boden stehen. Jetzt habe ich aber einen Fisch dran. Hast du gehört, Herr Hausmann? Ich habe einen Fisch dran. Ich habe einen Fisch dran. Du bist nur Scheiße, Scheiße, Kacke, Mist. Nur Scheiße. Du bist nur Scheiße, Scheiße, Kacke, Mist. Nur Scheiße. Ihr habt's gehört, er ist nur am Fluchen und ich fange Fische. Sascha, das ist ein guter. Kloppt auch schön rein. Schöner Dorschi. Da kommt ein schöner Dorsch. Und der ist auch anders gefärbt, siehst du den? Ja, ja. Der sieht gut aus. Ja, das ist mal ein guter Dorsch. Und auch wieder auf dem bunten Köder. Also Sascha muss jetzt langsam mal die Farbe ändern. Weil so funktioniert Teamwork auf auf Wasser. Der eine probiert mit der einen Farbe. Und der andere fängt die Fische. Nee, so ist es. So machen wir es. Ja, ne? Feiertagerdekor läuft. Guter Fisch.
Meter nur. Der letzte Spot. Hier müssen wir jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Wir zwei Profis, voll Profis. Ne, hier, Süßwasser-Weltmeister und Salzwasser-Experte Nummer 1. Müssen jetzt hier was rausknallen. Ansonsten müssen wir den Leuten noch irgendwas anderes Schönes, Gutes tun. Ein schönes Rezept erklären oder Hausis besten Köder. So, Mädels und Jungs, wir quälen uns hier einen ab. Wir wollen natürlich unbedingt was vor die Kamera bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Wir merken, wir sind jetzt mittlerweile schon beim Vertikalangeln und merken, dass unterm Boot immer wieder Fische draufgehen. Auf den Echolot sehen wir, dass die Fische hochkommen und sich die Köder angucken. Aber genau wie beim Werfen auch, die packen, wenn überhaupt, packen sie nur hinten am Schwänzchen und das war's dann schon. Und ja, es wird sich natürlich ändert sich das nachher irgendwann mal, aber so lange wollen wir gar nicht ausharren. Morgen ist wieder früh, ja, Arbeit angesagt. Ich muss das Frühstück auf den Tisch bringen und nach Hause hier. Oder schläfst du ja wahrscheinlich aus. So. Nö. Ich will natürlich auch noch fischen gehen. Und ja, aber im Anschluss bleibt dran. Für diejenigen, die natürlich keine Werbung wieder sehen wollen, die können jetzt natürlich dann abschalten. Aber sonst bleibt jetzt dran. Hausi erklärt euch oder zeigt euch seine drei Lieblingsköder, die er in Norwegen unbedingt dabei haben muss. Und ja, wenn es euch interessiert, guckt es euch an. Und wenn nicht, dann bis dann. Euer Jan. Und Hausi. Ciao. Freunde. Jetzt Kreuzverhör mit unserem lieben Herrn Hausmann. Er hat drei seiner unverzichtbaren Köder mitgebracht und die wird er uns immer eben erklären. Dann schieß mal los. Ja, moin. Einmal kurz Tackle-Tipp. Jan hatte mich ja gestern gefragt, welche drei Köder ich unverzichtbar in Norwegen empfinde oder für die ich unverzichtbar in meiner Tasche habe. Wenn ich jetzt nur noch drei Köder mit nach Norwegen nehmen müsste, welche drei das wären. Ich habe die immer aus meiner Box geholt. Das seht ihr, die sind auch sehr viel im Gebrauch. Also ist einmal hier der Norgepilk, den ich noch garniert habe mit dem Gummimack. Gestern zum Beispiel habe ich viele Dorsche auf dem Mack gefangen, gar nicht mehr auf dem Pilker. Kann man auch wunderbar mit dem Fischfetzen garnieren und oder halt hier direkt am Drilling. Da wechsle ich den, habe ich den ein bisschen größer gewählt und mache da auch ein Fischfetzen drauf. Typische Pfeilform und geht natürlich super schnell nach unten. Dieses Exemplar 250 Gramm, eine Fluorfläche, das heißt auch in Tiefen, ich sag mal über 80 Meter, geht er super runter und ja, ist eigentlich ein Norwegen-Garant. Fehlt bei mir in der Box nie und würde, wenn ich nur noch drei Stück hätte zur Auswahl, würde dieser hundertprozentig mit nach Norwegen kommen. Denn fürs Flachwasser, für die Pollack-Angelei, unverzichtlich so ein Sandaal, würde ich immer mitnehmen, gerade ich sag mal im Flachwasserbereich an den Steilwänden zum Pollack-Fischen ist das ein super Köder. Auch ich sag mal, klar, sind da auch mal ein paar Heilbutte, die da rumrockern, nimmt auch ein Heilbutt, nimmt auch ein Dorsch, also von da der Allround-Köder. Schlechthin. So wie der aussieht, ist er auch schon ordentlich, ordentlich bearbeitet. Der ist langlebig, der Köder. Ne? Der ist langlebig und wie gesagt, du hast mich gestern Abend gefragt, ich habe in meine Köderbox reingegriffen und genau diese rausgesucht. Die habe ich auch hier im Einsatz immer. Und ja, ganz zum Schluss natürlich, ich sag mal, der Klassiker. Pink Pussy von Räuber ist eigentlich der Köder für mich schlechthin auf Heilbutt. Ja, wenn ich wie gesagt nur noch drei Stück hätte, dann würde ich den mitnehmen. Ja, weil Heilbutt ist eigentlich der König des Nordmeers, eines der tollsten Sportfische hier oben. Immer wert drauf zu fischen und ich fische sehr gerne drauf. Und gestern durfte ich auch wieder einen fangen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, der Köder hat seinen Dienst da auch wunderbar getan. Das wären meine drei Köder hier. Ja,
Ich bin auf jeden Fall, bis auf den Pink Pussy, da wird bei mir ein Naturköder liegen. Aber sonst kann ich da nichts zu sagen. Danke dafür. Gerne. Ja? Und wir sehen uns wieder auf dem Wasser. Bis dann, euer Jan. Ciao.